So, guten Morgen, ihr Lieben. 10 Uhr, heute am Dienstag mal ausnahmsweise. Wir sprechen heute wieder über Gesichter hinter der Story und ich freue mich sehr auf hochkarätigen Besuch heute in dieser Serie. Und zwar ist die liebe Jessica Rumpf bei mir. Sie steht vor allem für werteorientiertes Business und für werteorientiertes Wachstum. Von der Warte her freue ich mich sehr, Jessie, dass wir ein kleines Fachgespräch miteinander haben. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Schönen Und guten Morgen. genau, wir haben das geschafft. Jessie ist selber natürlich auch als Mama unterwegs, jetzt schon eine ganze Weile, hat aber auch vorher gegründet. Von der Warte, wir haben uns verständigt darauf, dass wir, um euch den größten Mehrwert sozusagen zu liefern, jetzt in den 20 Minuten, dass wir darüber reden, worauf es beim Gründen eigentlich wirklich ankommt. Weil Jessie hat tatsächlich schon öfter gegründet, verschiedene Sachen auch. Und von der Warte her, nimm uns mal gerne mit in deine Welt, erzähl mal, wer du bist, was du machst und genau, was so dein Thema ist. Ja, vielen Dank, Katrin, und hallo an alle, die zuschauen. Ich finde es immer geil, sich selber vorzustellen. Da steht man immer erstmal so da und sagt was oder sagt halt auch nichts, weil ich bin nicht so der Pitch-Typ tatsächlich. Und deswegen sage ich immer, in allererster Linie bin ich Mensch, weil bei mir geht es eben auch um Menschen. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig. Also, das heißt, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sehe ich jetzt erstmal gar nicht die Rolle, sondern wirklich die Person. Ich gucke da auch immer mal gerne ein bisschen dahinter, was da so los ist. Und ja, deswegen habe ich auch keine Angst vor Menschen. Also für mich ist ein hochkarätiger CEO eines Konzerns genau die gleiche Person wie vielleicht ein ganz, ich sage jetzt mal, einfacher Angestellter, wobei wir ja alle wissen, dass das die wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen sind. Ja, und ich, wie du schon gesagt hast, mache sehr viel mit Werten. Das ist so mein Hauptsteckenpferd, aber auch, was ich festgestellt habe, schon in meiner ersten Selbstständigkeit als Finanzberaterin damals noch, das Thema Money Mindset. Und Money Mindset ist halt so das Hauptding auch beim Gründen, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich die letzten 2 Jahre hauptsächlich mit Gründerinnen gearbeitet. Und da ging es eben genau um dieses Thema, auch das Thema Finanzen, weil ich weiß, ah, wenn man das schon hört, Finanzen, Geld, dann gehen meistens irgendwie schon die Ohren auf Durchzug und alle immer so, ah, oh, Jessie, nee, lass mich in Ruhe damit. Oder wir haben uns auch gerade schon über das Thema Steuern im Vorfeld unterhalten. Das ist auch so ein Thema, was wir Unternehmerinnen irgendwie nicht so gerne mögen. Und darum geht es hauptsächlich bei mir. Ich mache halt Mentoring, Coaching, also so eine Mischung, das, was gebraucht wird, bin auch als Speakerin unterwegs und darf mich jetzt auch noch Autorin nennen. Das ist natürlich auch ganz schön. Habe jetzt schon insgesamt ja, ein Buch selber rausgebracht und bei 2 Büchern mitgeschrieben und eins ist gerade Bestseller geworden. Also das sind so ganz coole Sachen, die noch so nebenher laufen. Und dann habe ich noch die Firma mit meinem Mann auch noch zusammen. Also eher so ein bisschen Multitasking. Ich bin einfach so, wie heißen die Scanner-Persönlichkeiten? Weil ich einfach viele Sachen sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, da können wir heute ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Sehr, sehr gerne. Du hast gerade gesagt, ich finde es spannend, dass du sagst, ich bin eigentlich so eine Scanner-Persönlichkeit. Es gibt jetzt ja Unterschiede. Ich begleite ja nur Gründerinnen, wie du weißt. Und ich bin auch vielfältig interessiert, sagen wir so. Aber ich verschrecke mich so ein bisschen immer vor diesem Thema Scanner-Persönlichkeit, weil ich weiß, dass viele das schlichtweg als Ausrede benutzen, sich nicht festzulegen. Ja, also, und erzähl mal ganz kurz, es gibt einen Unterschied, viele Dinge zu tun und das sehr erfolgreich. Und es gibt zu denen, die einfach nur viele Dinge tun. Oder auch nicht. Oder die meisten von denen ja nur über viele Dinge nachdenken und dann eben gar nicht so viel tun. Also von der Warte, erzähl mal ganz kurz, wie hat denn das angefangen? Ich meine, du hast jetzt so vier größere Bausteine angeschnitten. Das hört sich so an, als hättest du es, ne, zwischen Frühstück und Grenzebraten mal kurz abgefrühstückt. Aber erzähl mal, wie ging das los? Also wie kommt man dazu? Das ist tatsächlich, glaube ich, die beste Frage, um mal wieder zu überlegen oder zu reflektieren, wie kam es dazu? Und bei mir war es nicht geplant. Also ich bin zwar jemand, der sehr ordentlich und sehr strukturiert arbeiten kann, aber damals war es wirklich so, dass ich meine Werte nicht gelebt habe. Ich war im Angestelltenverhältnis, ich habe in Frankfurt bei einem Unternehmen gearbeitet im International Business. Also ich hatte so eine ganz normale Management-Tätigkeit nach dem Studium dann auch angenommen und ich war noch ein Jahr im Ausland gewesen. Und ich bin jeden Morgen da hingegangen und vielleicht kennst du das auch und irgendwie ist es geil, aber du hast so Bauchschmerzen. Also du willst nicht so wirklich da hingehen. Und ich konnte dir nicht sagen, was los war, aber ich habe gespürt, irgendwas passt nicht. Und dann bin ich auch tatsächlich kurz darauf krank geworden. War jetzt nichts Dramatisches, aber es war ungewöhnlich für mich, weil ich nie krank war. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert, bin aber eigentlich zu keinem Ursprung gekommen, sage ich mal, aber zu einer Lösung. Und die Lösung war, ich kündige. Ich kann dir nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Ich habe von heute auf morgen gekündigt, ohne zu wissen, was da kommt. Und war einfach im Vertrauen,
da wird schon was kommen. Und kurz darauf kam meine Vermögensberaterin, hat gesagt, hey Jessie, du wärst perfekt für uns. Dann habe ich erstmal gesagt, nee, also Finanzbranche. Ich meine, ich habe da echt Bock drauf. Ich mache das selber schon, seit ich 18 bin. Ja, also sowas wie investieren und so. Aber BWL studiert, aber ich hatte keine Lust, irgendwie Menschen zu beraten. Und ich habe dann gesagt, aber ich muss es mir mal angucken, weil nur wenn ich es mir angucke, kann ich wirklich sagen, ob es geil ist. Also ich bin so ein Typ, ne, ich verurteile das nicht vorher, sondern sag einfach hier, ich gucke es mir an. Und es war dann auf einmal total geil. Ich habe ganz schnell meine ersten Kunden gewonnen und mir hat halt dieses Zwischenmenschliche total Spaß gemacht, weil ich halt auch festgestellt habe, da waren so viele Menschen, die froh waren, dass sie endlich mal jemanden hatten, dem sie vertrauen und sie haben sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Und das war so der Einstieg in meine Selbstständigkeit. Damals halt noch unter einem Dach von der Gesellschaft, weil als Finanzberaterin bist du in der Regel nicht wirklich unabhängig. Das, wenn dir da draußen das jemand erzählt, ja, gibt es auch. Ne? Es gibt so Honorarberater oder sowas. Aber selbst die haben ja auch Partner, mit denen sie meistens zusammenarbeiten etc. Ja, und das waren so die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit und bin dann in diese, noch mehr in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene reingekommen und habe mein Werte-Seminar gemacht und dann habe ich festgestellt, ah, okay, es war vollkommen klar, dass ich nicht im Angestelltenverhältnis bleiben kann, sondern, weil Freiheit, Unabhängigkeit und sowas, das sind halt mit meine wichtigsten Werte und das konnte ich so im Angestelltenverhältnis gar nicht leben, deswegen war für mich der Weg der Selbstständigkeit dann völlig klar. Hätte ich es mal vorher gewusst, wäre es wahrscheinlich vorher schon passiert. Ja, und dann in dieser Zeit, da hatte ich ja eben schon gesagt, festgestellt, Glaubenssätze zu Geld. Und ich wollte den Leuten halt im Kern helfen. Also wirklich sagen, ich packe euch am Ursprung an. Nicht, ich setze irgendwie ein Produkt oben drauf, sondern wir gucken mal, wie können wir es anpacken. Und dann habe ich mich halt in dieser ganzen Coaching-Szene weitergebildet. Also wirklich verschiedene Grundausbildungen gemacht, Mental-Coaching. Jetzt bin ich auch Werte-Coach und so weiter und so fort. Und habe dann halt einfach nochmal neu gegründet. Ich habe meine Kunden in gute Hände abgegeben und habe gesagt, hey, ich starte nochmal neu. Und das war dann vor 2,5 Jahren. Okay. Das ist natürlich das Ganze. Ja, ja, total. Also das ist ja oftmals, geht das ja so seinen Weg. Also so wie du beschrieben hast, ne, das ist ja so, wer halt gut mit Kunden kann, das ist halt so, also das ist so eine menschliche Komponente. Die Menschen erkennt man tatsächlich auch auf 3 Kilometer gegen Wind. Also ich glaube, mir hat man das erste Mal angeboten, dieses Karin, du musst auf jeden Fall irgendwas mit Menschen machen. Da war ich, glaube ich, 14. Also dieses, du musst irgendwas direkt mit Menschen machen. Sonst, das ist das Beste für dich. So. Und dann habe ich das fällt mir heute noch ein, das sind jetzt 20, über 20 Jahre vergangen. Ich habe das auch ganz lange gemacht, also auch im Key Account Management war das so, dass du natürlich nur mit Menschen arbeitest, also ausschließlich eigentlich. Und Produkte sind mehr so, tatsächlich, dann sind die Produkte Mittel zum Zweck und die Produkte alleine regeln für dich halt auch nichts. Also, und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Schule tatsächlich, um sich selbstständig zu machen, weil da lernst du alles, was du brauchst für den Unternehmer-Zählenkampf. Ja. Erzähl mal ganz kurz, wir machen gerade im Insider-Club zum Beispiel, wir machen gerade die Master Your Money, das sind 16 Wochen speziell nur ums Thema Geld, weil ich sage so, das ist einfach gerade für Selbstständige ist das so elementar, das auf der Kette zu haben, also angefangen von definier vernünftige Preise über, also hätte ich auch selber, ne, das ist auch so ein Punkt, man hat ja nur einen Bruchteil dessen an Herausforderungen, was es so Herausforderungen überhaupt gibt auf dem gesamten Thema, also zum Beispiel gibt es Klienten, die Schwierigkeiten damit haben, nicht Kunden zu gewinnen, sondern die einfach ein schlechtes Gewissen haben, im Anschluss eine Rechnung zu stellen. Also die da sitzen vorm Computer und sich nicht trauen, diese Rechnung zu stellen, die dann von sich aus anfangen, Stundensätze nach unten zu korrigieren, weil die das irgendwie nicht angebracht finden. Und so, also was war für dich, ist für mich auch als Coach, das zu begleiten, ist eine Riesenreise zu denken, so, okay, krass, Alter, krass, okay. Also weil viele Sachen sind für mich aus dem Sales halt voll normal, ich habe da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit. Erzähl mal ganz kurz, was war für dich so dieses größte Aha-Moment, also gerade aus dieser Finanzberaterzeit, so, wo du wirklich sagst, so krass, das war eine Challenge, die habe ich so für mich weder erlebt noch auf der Fahne gehabt, dass das so ein elementar großes Problem ist. Ich glaube, dadurch, dass ich durch meinen Opa an das Thema Geld rangeführt wurde, war Geld für mich einfach irgendwie kein Thema. Also es war weder positiv für mich noch negativ. Man es war einfach, ja, damit kann ich mir was kaufen, damit kann ich mir irgendwas ermöglichen. Das heißt, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass andere Menschen das ja nicht haben, wie wir das halt so haben. Ne? Wir haben so unser Blickfeld, denken, ist doch alles okay. Und dann habe ich teilweise echt gute Beratungen gemacht. Also ich habe mir da auch Feedback eingeholt und habe dann gefragt, ja, aber warum schließt ihr denn jetzt nicht ab?
Also woran hängt es denn? Mhm. Und wenn man da dann mal näher reingegangen ist, kamen halt immer diese Geschichten. Ja, ich habe Angst, dass mich irgendjemand bescheißt. Ich habe Angst, mein Geld zu verlieren. Alle reichen Menschen sind doof. Also da kamen wirklich diese ganzen Glaubenssätze hoch und die waren natürlich sehr individuell. Ja, bei dem einen war es halt wirklich, weil der Papa immer gesagt hat, der Nachbar hat sich schon wieder eine neue Karre gekauft und die haben es ja und so. Das heißt, man wollte nicht zu diesen der Nachbar gehören. Ja. Oder halt wirklich, man hat Angst, etwas zu verlieren, also wirklich Verlustängste, ja, weil man hatte sich irgendwie was angespart und man hat mal gehört, alle Finanzberater sind schwarze Schafe und so, wie wir das alle kennen, ja. Und das waren tatsächlich diese Aha-Erlebnisse, die ich dann hatte und gesagt habe, hey, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und deswegen kommt ihr nicht zu Geld und dabei kann es ja nicht bleiben. Und das war auch deswegen egal, ob die jetzt angestellt waren, ob Selbstständige waren, Unternehmer waren und gerade natürlich für uns Unternehmer viel gravierender, wenn wir diese Glaubenssätze haben, weil dann haben wir echt Schwierigkeiten und mittlerweile arbeite ich ja auch mit Kunden, die schon ein bisschen was haben und selbst dann ploppt das ja noch auf. Wenn ich kurz darf, dann würde ich eine kurze persönliche Geschichte erzählen. Und zwar, als ich meinen Mann kennengelernt habe und wir haben sehr schnell geheiratet und wir haben uns super vertraut und er hat gesagt, hey, mach du das mit den Finanzen. Und dann haben wir auch zusammen eine GmbH gegründet. Das ist aber hauptsächlich sein Geschäft. Und dann kamen da Summen rein, Katrin. Ich habe wirklich, das kannte ich dann nicht, ja, weil ich hatte so viel noch nie verdient. Und das war für mich dann selbst erstmal so, wow, Moment. Mhm. Und dann hattest du plötzlich, ich sag jetzt mal, das war echt so krass, einen Tag vielleicht 150.000 Euro noch im Plus. Und am nächsten Tag waren wir bei minus 30.000. So von einem auf den anderen Tag. Und ich so, oh Gott. Und man musste halt dazu sagen, mein Mann, der macht Maschinenbau und das ist halt normal. Ne? Das ist normal, dass du halt dann diese hohen Ausgaben hast, dass du ja vorfinanzieren musst. Also du musst sehr weit in Vorkasse treten und er macht es zwar ja auch schon so lange wie ich, also schon über 6,5 Jahre selbstständig, aber da hast du dir in der Regel noch nicht solche großen Rücklagen aufgebaut, wenn du Millionenaufträge hast, ja, wo du halt, sagen wir mal, 500.000 Euro vorfinanzieren musst. Das ist jetzt nicht unbedingt, liegt da einfach mal so rum, ja. Und das war für mich nochmal so, da durfte ich an meinem Money-Mindset arbeiten, dann nachts auch ruhig schlafen zu können, weiterhin in diesem Vertrauen zu sein, hey, alles gut, es kommt schon wieder rein und dann muss man halt auch so eine hohe Rechnung schreiben und von daher kenne ich das dann auch so ein bisschen und das war für mich echt nochmal ein Learning. Also fand ich schon ziemlich krass, so wie man mit diesen hohen Zahlen dann umgeht, weil die waren halt vorher in meiner Welt auch noch nicht da, ne? Das finde ich total bemerkenswert, dass du das sagst, weil ich glaube nämlich, dass gerade, also gut, dass wir mal über Money Mindset reden, weil es gibt ja Menschen, die, also, ne, geil, du machst das ja auch, aber die Frage ist, wie fundiert ist das? Und es gibt, ich glaube, wir sind uns einig darüber, es gibt sehr viele Angebote gerade da draußen, wo du denkst, so, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was das soll, ja? Aber das Gute daran leider. Ja, ja, total. Also, aber das Gute daran ist tatsächlich, dass natürlich in dem Moment, wie wir offen darüber sprechen, natürlich einfach auch wirklich transparent ist, dass diese Herausforderungen jeder hat. Die Frage ist einfach nur, wo du eingeloggt bist gerade. Und also nicht mal, es ist nicht mal wirklich interessant. Also, guck mal, ich bin ja systemischer Coach. Es ist nicht mal interessant, warum. Das ist wirklich das ist Hobby. Okay, wenn du das wissen willst, dann mach das in deiner Freizeit. Also, aber das ist nicht relevant. Also die Frage ist tatsächlich einfach nur, dass jeder diese Grenzen irgendwann hat und dann diese Mechanismen natürlich rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu checken, weil nur so geht permanentes Wachstum. Also irgendwann kommst du an diese gläserne Decke, wie es so schön heißt, wo denkst du, irgendwie fühlt es sich unkomfortabel an. Es ist schwierig für mich zu handeln. Und tatsächlich die größte Aufgabe, so mein Learning aus diesen 3 Monaten jetzt, ist tatsächlich, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir haben in den ersten 2 Jahren, ist natürlich Kunden zu gewinnen, also diese ganze administrative, organisatorische Thematik irgendwie auf die Bühne zu kriegen, ja. Aber vor allem das eigene Nervenkostüm ruhig zu halten. Also, also sowohl den Kunden in Ruhe über eine Investition nachdenken zu lassen, im Sinne von, okay, du musst mir jetzt aber bis jetzt Bescheid sagen, so, das ist das eine. Und das andere auch zu gucken, okay, was ist eigentlich, wie gehe ich mit Zahlungsausfällen um? Ja. Ne, weil lustigerweise, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ist es gar nicht so wichtig, ob das große oder kleine Summen sind. Die Leute sind einfach nervös. So, ja. Also, und das ist eine der Challenges, die du definitiv machen darfst. Also die du, das wird passieren. Das ist überhaupt nicht die Frage. Natürlich kannst du gucken, wie viel das passiert und ob du daran was ändern kannst. Aber dass das passiert, ist sicher, dass dir das passieren wird. Ja. Ja. Und das ist wirklich ein Riesenthema, wo ich denke, so, deswegen gibt es so viele Gründer,
die auch so lange in diesem Gründerstatus bleiben. Weißt du, wie ich meine? Die da eben nie rauswachsen so richtig, weil sie irgendwie, manche, glaube ich, haben auch ein bisschen Spaß an diesem Thrill so im Alltag. Weißt du, also die wollen das gar nicht richtig lösen. Was ist so ein großes Thema, jetzt, wenn wir von Geld hingehen? Ich weiß, du bist Mama geworden vor 2 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja, genau. Genau, was hat das nochmal geändert? Weil da geht es natürlich, jetzt reden wir über viel mehr Verantwortung, ne? Jetzt geht es nicht nur um dich, jetzt sind da viele Sachen nochmal. Was ist da nochmal so aufgetreten sozusagen, wo du sagst, so warte kurz irgendwie, können wir vielleicht doch nochmal was anders machen? Ja, also das war natürlich für mich dann, da komme ich wieder zu dieser Scanner-Persönlichkeit zurück, nicht nur, dass ich viele Dinge tue, sondern viele Dinge auch erfolgreich mache tatsächlich, war der Fokus, ganz klar. Ne? Ich musste ja dann, hatte ich ja noch viel weniger Zeit, weil, ist ja logisch, musste ich erstmal ums Baby kümmern, wenn ein Baby Hunger hat, das kennen wir dann alle, die Mamas. Da ist ja erstmal nichts mehr mit dem eigenen Geschäft. Ne? Das heißt, es war A, schon mal wichtig, dass ich eine Rücklagen habe. Also das war mir persönlich einfach wichtig, so ein bisschen für mein Sicherheitsdenken, weil das haben wir, glaube ich, alle irgendwo. Ja, wir fühlen uns wohler, wenn wir da Rücklagen auf dem Konto haben. Deswegen bin ich schon auch ein Fan davon, Rücklagen zu bilden. Und B, dann halt wirklich Struktur zu entwickeln und da wieder reinzufinden. Ich hatte natürlich jetzt vielleicht auch das Glück oder den Vorteil mit meinem Mann dadurch, dass er ja auch seine eigene Firma hat, dass wir uns da absprechen konnten, ne? Dass wir von vornherein gesagt haben, okay, wann arbeitet wer? Ich bin sehr schnell auch mal wieder an den Schreibtisch gegangen dann, ich glaube nach 3 Monaten oder so. Mhm. Aber auch nicht, weil ich es musste, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Also ich kann halt nicht ohne meine Arbeit. Und da musste ich mich aber dann ja in dem Sinne fokussieren. Also da habe ich gesagt, okay, jetzt fallen halt auch ein paar Dinge weg, die jetzt halt nicht so wichtig sind. Und da habe ich dann schon geguckt, dann mache ich eher die umsatzbringenden Dinge als die anderen Dinge vielleicht noch drumherum, die mir Spaß machen, ein bisschen Marketing oder sowas. Und das war eine große Herausforderung tatsächlich für mich, weil, ne, wenn du halt eher der freie, unabhängige Typ bist und bist plötzlich komplett eingeschränkt, aber da haben mir halt die Werte auch wieder geholfen, zu sagen, okay, das ist mir wichtig. Und dann habe ich halt mit meinem Mann gesprochen, wann kann ich das leben? Wann und wie kann ich das leben? Also, ne, wann habe ich vielleicht diese Auszeit, mal alleine in den Wald zu gehen oder mal zum Sport zu gehen oder in meinem Ehrenamt, ne, ich bin ja schon viele Jahre ehrenamtlich unterwegs, das halt einfach weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben dann so nach einer Zeit eine gute Struktur gefunden, uns da zu organisieren und jetzt auch wirklich zu gucken, genau, was sind halt die umsatzbringenden Tätigkeiten, was muss am dringendsten gemacht werden, haben natürlich auch da sekretariatsmäßig noch ein bisschen aufgestockt, dass halt mehr dann noch outgesourced wird, ne, solche Dinge, wobei wir halt immer noch auch viel selber machen, weil oft da ist aber ein anderes Thema, dann die Qualität der Mitarbeiter, das hat so ein bisschen nachgelassen, haben wir so das Gefühl in den letzten Jahren, deswegen ist es auch schwierig, da Personal zu finden und ich glaube, das war so die größte Herausforderung, ja. Das einfach miteinander abzustimmen, so ja, sauber. Genau. Also wirklich dieses Struktur, Fokus und halt überhaupt erst wieder da reinzufinden, wenn man halt jetzt nur noch, also unsere Tochter, die ist 4 Tage in der Woche bei der Tagesmutter. Das heißt, ich habe ja maximal 20 Stunden die Woche, in denen ich überhaupt arbeiten kann. Ja, also klar, wir kennen das, wenn die abends im Bett liegen, dann können wir uns nochmal treffen, nochmal live machen oder so. Aber meistens ist die Energie dann auch schon nicht mehr so hoch, dass da so allzu viel geht. Deswegen versuchen wir das schon. Aber wir lieben das auch. Ne? Wir haben jetzt halt wirklich freitags bis Sonntag ist Family Time. Klar, es gibt mal eine Veranstaltung, wo ich mal als Speakerin bin oder so, das ist dann was anderes, aber prinzipiell lieben wir das einfach, dass es jetzt auch so klar ist, ab nachmittags 15 Uhr haben wir Freizeit und halt am Wochenende auch und das ist halt einfach toll, ja. Auf jeden Fall, also das zeigt halt, ne, also es gibt so 2 Sachen, wir sind so, Vereinbarkeit kommt von Vereinbaren, also das ist ja genau, ne, wo ich sage, die Selbstständigkeit selber löst dieses Thema ja nicht, du musst es trotzdem vereinbaren mit den entsprechenden, also mit denen, die involviert sind, ja, in irgendeiner Form. Und tatsächlich ist es so, das ist was ich sehr genossen habe, nachdem ich war ja 16 Jahre angestellt, also ich war zwar in der freiesten Art und Weise angestellt, in der man angestellt sein kann, das ist halt im Key Account Management, das sind schon die Vogelfreien unter den Angestellten, ja, ich weiß, trotzdem war ich 16 Jahre angestellt und das ist aber trotzdem eine der größten Errungenschaften, wenn du mich fragst, in der Selbstständigkeit für mich ist jetzt wirklich, dass ich sage, wir haben tatsächlich ein Leben mit Kindern. Ja. Also ich habe nicht mein Business trotz Kinder oder irgendwie so, sondern wir haben ein Leben mit Kindern und in dieser Zeit kann jeder
so seinen Bedürfnissen folgen, was auch immer das jetzt ist. Also, ja. Und ich bin tatsächlich, würde mich selber jetzt nicht als Scanner persönlich bezeichnen, um ehrlich zu sein, aber ich bin tatsächlich sehr Neugierde getrieben. Und das ist für mich, wenn so diese Redundanz, das ist, glaube ich, was wir gemeinsam haben, wenn diese Redundanz eintritt, dann ist es was, das dauert auch keine 3 Jahre jetzt. Das reicht, wenn das 2 Wochen ätzend ist, dafür, dass ich richtig einen Vogel kriege. Ja. Und das musste ich zum Beispiel auch erstmal lernen, um dieses Thema Werte nochmal mit einzubringen, ist tatsächlich für mich der höchste Wert, wo es war mir so tatsächlich auch gar nicht klar, ist Neugierde. Mhm. Ja, das ist aber interessant. Ich habe gedacht, es ist Freiheit, weil es ja, ja schon sehr ähnlich ist und musste dann feststellen, es hat gar nicht so viel mit räumlicher Freiheit zu tun oder so, also mit der Frage, wo genau ich arbeite, sondern es ist tatsächlich mehr geistige Freiheit und das ist für die Neugierde. Das war das ist aber eine super wichtige Erkenntnis, weil du hast es halt für dich auch definiert. Du bist da reingegangen und das vergessen ja da die meisten, ich sage jetzt auch mal wirklich bewusst Coaches, Trainer da draußen, die sagen, mach mal Wertearbeit. Aber die Wertearbeit, die da draußen gemacht wird, die ist sowas von oberflächlich. Ja, da wird nie reingegangen, wirklich mal geguckt, weil Freiheit sagen halt viele. Ich sage das jetzt hier bewusst immer mit, weil die Leute da mehr mit anfangen können. Ja. Deswegen ist es bei mir auch immer dieses unabhängig, weil unabhängig ist nochmal was anderes. Unabhängig heißt für mich auch unabhängig von meinem Mann, unabhängig von meinem Kind, unabhängig vom Haus, unabhängig von allem, dass ich existieren kann. Also, dass ich bin, dass ich Jessica bin und dass ich einen Wert habe. Ja. Das ist ja auch nochmal das, was dahinter steht. So unabhängig meiner Rollen. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, ich bin Mensch. Und Mensch zu sein ist für mich schon erstmal ausreichend. Das ist genug geleistet, ja. Weil du kommst als wertvoller Mensch auf die Welt. Wir wissen es alle, die Babys, die pupsen, die rülpsen. Wir finden es total geil, ja. Wir feiern das mega. Und wir fangen dann aber an immer mehr obendrauf. So, ja, du musst eine Ausbildung machen, du musst das und das. Aber prinzipiell, ne, ist es ja nicht, entspricht ja nicht der Wahrheit. Sondern das ist halt so dieses äußere Gesellschaftsding, was uns da so reinzwingt. Und das macht super, super viel Sinn, dass man sich halt mit seinen Werten auch regelmäßig immer mal wieder reingeht. Das ist auch eine Momentaufnahme, ja. Nach einem Jahr oder als wenn du Mama wirst, dann Papa wirst, dann ist das ganz anders, ja. Dann natürlich kommen andere Werte in den Fokus, weil dann ist ja diese Freiheit erstmal nicht mehr so wichtig, ja. Weil du bist ja total auf dein Kind fokussiert. Du willst lieber Verbundenheit haben, Mitgefühl und diese Werte, ja. Und das finde ich deswegen auch immer so wichtig, darüber zu sprechen, ist unter anderem auch ein Grund für den Fachkräftemangel. Das darf man auch, also dürfen die Mittelständler sich gerade mal auf die Fahne schreiben, die vielleicht zuschauen. Ja, ja, total. Also das ist halt so ein Punkt, ne, wenn man da eingestiegen ist. Ich hatte tatsächlich, also ich habe mir selber auch jemanden mit einem Coach das gemeinsam gemacht, also weil das kannst du tatsächlich dann irgendwann nämlich nicht mehr alleine, du kommst dann irgendwann nicht mehr weiter. Aber das ist ein guter Hook auch zu sagen, so wenn es irgendwas gibt, wo du wirklich unzufrieden bist und auch wenn wir über wirtschaftlichen Erfolg reden, dann ist es so, also das ist was bei mir relativ häufig rauskommt, ist natürlich durch diese Sales-Orientierung, liegt es halt sehr nahe. Katrin, du musst mir schon sagen, was ich jetzt machen muss, damit ich mehr wirtschaftlichen Erfolg habe. Und ich sage, in der Regel gibt es irgendwelche grundlegenden Werte, die dagegen sprechen, auch wenn es irgendwelche Glaubenssätze sind oder wie auch immer, warum du eben nicht so erfolgreich bist, wie du es gerne wärst oder wie du dir vielleicht auch einredest, du sein müsstest. Ja. Das ist, glaube ich, viel verbreiteter, ja, dass die Menschen sich eigentlich gar nicht trauen zu sagen, so du, ich bin mit 1.500 Euro netto im Monat voll fein. Keine Ahnung, was die anderen hier für eine Rallye fahren. Also, und das ist halt so. Aber das ist so schön, das spricht mir so aus dem Herzen, weil ich auch immer sage, hallo, da draußen rennen alle rum, du musst 10.000 verdienen, 20.000, 50.000, 100.000, aber das macht dich doch vielleicht gar nicht glücklich. Das ist doch vielleicht gar nicht das, was deine Werte sind, was deine Vision ist, ja. Ich sage das auch immer, wenn du halt so jemand bist wie ich, so ein Helfersyndrom halt noch hast, das kannst du halt im Job nicht ausleben, weil dann würdest du halt auch da ehrenamtlich arbeiten. Ja. Aber ich brauche das halt, ich brauche mein Ehrenamt, ich muss da Tieren helfen, Kindern helfen, Menschen helfen. Ja. Und das ist mir viel wichtiger, als den ganzen Tag noch mehr zu arbeiten oder mehr zu verdienen oder sowas, sondern ich bin halt glücklich mit dem, was ich habe. Und warum nicht auch mal zufrieden sein wieder mit dem, was wir haben? Ja, es muss ja nicht immer dieses höher, weiter, schneller, besser, keine Ahnung. Tatsächlich, das ist halt so ein Thema, ne? Also das Lustige ist, seitdem ich das für mich klar habe, ist es halt, also weil Sales ist halt meine Passion so. Weißt du, ich meine, seitdem geht das noch viel leichter. Ja, also ich glaube, du weißt auch, wie das ist, wenn man Geld verdient. Darum geht es nicht. Es ist einfach nur die Frage, wenn du im Klar bist mit dir und eben deiner inneren Ausrichtung, und das sind nun mal die Werte, das ist dein Kompass, den du rumträgst, dann geht es viel leichter, weil es sich für dich völlig logisch anfühlt. Also das ist halt das, in dem Moment, wie du in Widerstand gehst, schöne Grüße, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wirst du da die Antwort finden. Also
Und das ist was zum Beispiel, was für mich eine Riesenbefreiung war. Ich glaube, das geht dir ganz ähnlich, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass ich mit meiner Selbstständigkeit nicht nur meinen alten Job ersetzt habe, also nicht nur das, ja, aber vor allem habe ich einen Spielplatz, wo ich meine Neugierde ausleben kann, jeden Tag. Und das war für mich so dieses, oh, also wo du richtig merkst, ich kriege richtig Gänsehaut, wie schön ist denn das? Ich kann eigentlich machen den ganzen Tag, was ich will. Ich wollte immer diesen Spielplatz haben, ohne Grenzen rechts, links, wer sagt, was wir jetzt machen, was wir nicht machen und so weiter. Aber was ich auch brauchte dafür, das ist halt für alle, die jetzt zugucken und denken, ja, Katrin, das will ich auch. Was ich auch brauchte dafür, ich habe mittlerweile 8 Leute, wir haben wirklich ordentliche Strukturen, ansonsten würden wir hier im Chaos untergehen. Und meine Mitarbeiter sagen das auch. Also Katrin, wenn wir jeden Tag machen würden, was du willst, würden wir hier im Chaos untergehen. Weil einfach das Unternehmen so schnell ja gar nicht sich mitentwickelt, wie du das gerne hättest. Also das ist auch eine Erkenntnis, ne? Wenn du da so affin bist in diesen, dann musst du halt sehr viel schneller Prozesse und Ordnung bilden, weil sonst kommst du tatsächlich nicht vom Fleck. Und das ist so ein bisschen dieser Hang zum Executive, ne? Das geht halt sehr schön Hand in Hand, wenn du beiden genug Raum lässt. Und das ist halt wirklich was, was ich lernen musste letztes Jahr. Ich habe auch immer gesagt, so, es wird nicht mehr lange dauern. Für alle, die jetzt zugucken, ich werde irgendwann wahrscheinlich eine OBM engagieren, die einfach dann das für mich macht, wenn ich gerade schaukeln bin. Weil du sagst, irgendjemand muss das ja koordinieren. Aber lass uns abschließen. Ich habe dir natürlich, ich habe dich vorher gefragt, welche Frage soll ich dir auf jeden Fall stellen? Und ich finde das eine schöne Abschlussfrage, weil ich finde, dass du da nochmal gut so eine Conclusion machen kannst. Was denkst du, worum geht es wirklich im Leben? Also ihr merkt schon dadurch, dass ich jetzt einen Moment zögere und ein bisschen nachdenke. Ich bin immer ein sehr intuitiver Mensch, ich habe keine vorbereitete Antwort. Deswegen bin ich gerade echt froh, dass du mir die Frage nochmal gestellt hast. Ich glaube, es ist diese Mischung, was wir jetzt zum Teil auch schon gesagt haben. Also es geht zum einen darum, dass du deinen Wert erkennst, also dass du wirklich erstmal dich wieder, ne, dich auf dich besinnst und diese ganzen Rollen und sowas ablegst, weil grundsätzlich können wir ja immer nur vom Innen heraus handeln, ja, uns verändern, unser, in dem Sinne auch dann unser Umfeld verändern. Und letztendlich geht es aus meiner Sicht ja darum, dass wir am Ende des Lebens da sitzen und sagen, hey, das war ein geiles Leben, ja, es war echt cool, es hat Spaß gemacht. Und es sind ja die Momente, die Gefühle, an die wir uns erinnern und auch da wieder nicht die Summe, die dann auf dem Konto ist, weil die nehmen wir ja nicht mit ins Grab, können wir nicht. Also ich habe schon gehört, es haben sich Leute vielleicht damit einbuddeln lassen, aber das bringt einem ja auch nicht viel, ja. Also ich glaube, die meisten wollen das nicht, sondern die wollen wirklich einfach ein glückliches, ein schönes Leben haben und da halt zu gucken, was ist es, was es bei dir eben ausmacht, was macht für dich ein gutes und ein schönes Leben aus und dem dann auch nachzugehen. Und das hat natürlich mit unserer, also die Werte sind halt die Grundlage und du hast es eben so schön gesagt, wenn wir die leben, dann ist das stimmig, ja, dann ist das leicht, dann ist das schön, dann kriegen wir Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen und das ist doch so das, wo ich immer sage, das wünscht sich wahrscheinlich jeder und da sollten wir uns ein bisschen mehr drauf besinnen. Deswegen, ja, tue ich meinen Teil mit meiner Arbeit dafür, du mit deiner. Und ich glaube, alle, die das jetzt gesehen haben, dürfen sich gerne da nochmal hinsetzen, vielleicht mal aufschreiben, was für sie wirklich ein schönes Leben ausmacht und dann gucken, okay, wie kann ich da den Fokus dann kriegen, mir vielleicht auch ein Ziel stecken oder eine Vision entwickeln, um eben auch auf dem Weg dann Spaß zu haben. Und dann haben wir doch ein schönes Leben. Auf jeden Fall. Das ist sehr schön, Jessie. Ich weiß dazu nicht viel zu sagen, außer das ist schön. Ich finde das gut. Ich mag auch dieses Bild zu zeichnen. Ich glaube, John Strzelecki hat es gemacht, zu sagen, so, wie ist es eigentlich, wenn du am Ende, stell dir vor, dein Leben ist wie ein Museum. Und die Leute gehen dann da durch. Was sollen sie denn da sehen? Das ist gerade für uns Eltern. Ich hatte mal ein Training. Ich glaube, das war 5 Fragen für mehr Vereinbarkeit. Und da war eine Frage tatsächlich auch. Was sollen deine Kinder mal später über dich sagen, wenn du nicht mehr dabei bist? Das finde ich eine Frage, da kannst du dich direkt auf den Boden setzen und eine halbe Stunde heulen, das ist okay. Da, ne, also, aber lass das mal durchsacken, was das eigentlich sein soll. Und dann wirst du viele, viele, ja, viele, viele also Impulse auch bekommen, in welche Richtung das gut ist und in welche Richtung eben eher weniger. In diesem Sinne, das ist jetzt Amen, ne? Schwerer Ausklang, ja, in diese. Ich freue mich sehr, Jessie, dass du Zeit hattest, mit mir darüber zu reden. Ich freue mich auch sehr über diese Impulse, weil das tatsächlich wirklich eine Ausnahme ist. Das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, dass es wirklich was ist, was uns verbindet. Von der Warte vielen, vielen Dank. Und für alle, die Lust haben, wir gehen jetzt noch kurz rüber zu Instagram und sehen uns jetzt bei Jessie. Also, ich wünsche dir bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.